Sie mir nicht gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Ja, ich bin jetzt hier leider Gottes noch zugange. Ich bin gleich tot, ja, das ist ganz klar. Weil ich habe jetzt eben kurz gerade im Twitch Kanal kurzweilig eben den Titel eingegeben. Ja, ich bin noch gar nicht lebendig hier. Also ich lebe eigentlich noch gar nicht. Ich habe noch gar nichts mitgekriegt. Ich werde gleich sterben, ich weiß das. Weil das war jetzt einfach zu spät angefangen mit allem. Ja, war klar. Also so viel ist mal klar. Das ging jetzt mal gründlich schief. Aber wir kommen gleich wieder, beziehungsweise es fängt jetzt gleich, startet jetzt gleich neu, weil ich habe ja jetzt hier mal so ein bisschen gepennt. Oh, den hätte ich schon einmal in den Himmel holen müssen. Das Ganze ist ganz schön wackelig, muss ich ja zugeben. Keine Verstärkung. Wäre diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Runter mit dir! Stirb! Ja. Nach den ersten ich muss zugeben. Aber ich musste Matteo beschützen. Also, ja, ich gebe mir alle Mühe. Dass das Geschütz hier nicht überhitzt. Ah, jetzt ist es so heiß. Fuck, jetzt sterbe ich. War klar, war völlig klar. Das war völlig klar. Das war völlig klar. Nein, aber er kommt. Ich stand allein in einem Schwader feindlicher Bomber. Musste sie alle von ihnen holen. Fall runter, du Sau. Keine Verstärkung. Wäre diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich dich zu. Ich gebe mir alle Mühe. Um hier nicht zu sterben. Was ich aber gar nicht so einfach. Ah, komm, Kanonenrohr. Boah. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn die Kanone hier überhitzt, setzt die aus und dann muss man immer so eine gewisse Toleranz finden zwischen Dauerfeuer und Pausen. Ein Geschwader feindlicher Bomber. Musste sie alle von Himmel holen. Keine Ahnung, wir haben keine Ahnung. Ja? Wir hatten keine Verstärkung. Wäre diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stelle.
Fall vom Himmel. Oh, was ist jetzt? Du bist weitergekommen. Ja, das möchte ich hoffen. Es schlägt genau in die Käse ein Schuss. Hier, sauber. Ja, das wäre erfolgreich abgeschlossen. Aber es ist auch gar nicht so einfach, mit diesen altertümlichen Waffen, einen Krieg zu gewinnen. Zumal die Dinger, die sind am Wackeln und sehr instabil, die ganzen Dinger. Nichts ist so, wie man das eigentlich vielleicht gewohnt ist aus anderen Games. Also die Zielgenauigkeit ist da schon sehr, sehr, sehr wackelig, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich da ein bisschen durchbeißt und ein bisschen anstrengt, dann geht das schon. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. Oh, ein Checkjack. Guck mal. Als ich aufstand, dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Wahrscheinlich. Das hier. Raketenwerfer von. Ich musste ihn finden. Also ging ich unter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Matteo finden. Er könnte überall sein. Also begann ich mit dem ersten Ziel, das es im Leben sah. Verbündete in Hütten verscharrt. Ich musste sie retten. Oh ja. Oh weia. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kommen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben uns geschickt und uns überfallen.
So, der hat sie, glaube ich, erledigt. Nein, der hat einen blauen Deckel am Kopf gehabt. Ja. Er hat auch einen blauen Deckel am Kopf. Jetzt habe ich aber mal nicht aufgepasst. So ein Scheiß. Das war jetzt nicht nett. Wir brauchen sie hier, bevor wir diese Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hättest deine Ausrüstung schon wieder? In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Tja, können wir dem hier irgendwas abgewinnen? Nein, der ist tot. Hau ab! Tschüss! Okay. Das war nicht nett. Ja, ich merke, mit jedem Mal, wo das die Szene erneut startet, wird es irgendwie schwieriger. Die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Ich sehe es. Das ist cool. So nicht, Kollege. Was ist das denn? Wieso stirbt er denn hier nicht? Ist das einer von uns? No. Fall um! Geht doch! Dann wollen wir mal schauen, was da drin ist. Taugt das Ding was? Ja, das sieht ganz gut aus. Thank you.
Ja. Helft mir! Wir hatten den Feind mit bloßer Willenskraft aufgehalten. Die Hütten waren sicher und ich musste weiter. War Matteo eigentlich auch in diesen Hütten? Nein. Die Männer sagten, seine Einheit wäre weiter vorgerückt. Obwohl, ich glaube, die ist ganz gut gewesen, das Ding. Die werden wir mal behalten. Auf geht's. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mich immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Feuer. Überall Feuer. Mann, du alte Birne mit deiner Flamme! Stirb, du Sack! Was ist denn wahr? Helf mir! Danke. Der brennt auf jeden Fall. Ich brauche eine vernünftige Knarre, ey. Ich habe keine Muni dafür. Das ist schlecht. Wo ist denn mein Messer? Ich habe keins. Ja, aber nur ganz kurz. Geil, Digga, wie gut bist du? Ich muss mir mal hier irgendwo Munition besorgen. Mit den Typen, die ich spiele, der ist ja nice, Papa. Der hat bestimmt seinen 7. 8. Kill. Oh, der hat 6 Kills. Nicht nett, was hier geht. Überhaupt nicht nett. Gib mir deine Knarre. Oh, jetzt brauche ich aber erstmal hier was. Mann, hier ist ja gefährlich hier. Komm. Ich wollte raus aus dem Gehege, aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Ja. Alter Vater! Zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die Tür gehen.
unterirdischen Stollen gehen oder meine Mutter an der Küste. Warum nicht an der Vorderseite? Ich hätte keine Lust. Ah, Scheiß! Ja, ich bin umgefallen. Also, ich werde dieses Spiel auf jeden Fall weiter installieren lassen. Und ihr werdet auf jeden Fall auch dementsprechend ein weiteres Video, natürlich dann auch in der Multiplayer-Version, sprich Online-Version, erleben. Und ja, das sollte jetzt eigentlich nur mal so ein kleiner Vorgeschmack sein, damit ihr also wisst, was kommt da quasi auf euch zu. Und dementsprechend seht ihr also hier dann, was euch dann erwartet und was dieses Spiel so alles für geile Sachen beinhaltet. Wobei ich sagen muss, Battlefield 4 gefällt mir deutlich besser, da es doch irgendwo sehr moderner ist. Nur hier muss man halt eben mit altertümlichen Sachen kämpfen. Und wie gesagt, das sollte eigentlich nur mal so ein kleiner Vorgeschmack sein, damit ihr also dementsprechend auch seht, Leute, so wird dieses Spiel sein. Und ja, generell ist es eigentlich auch ein geiles Spiel, wenn die Waffen nicht so zappeln würden. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ja, ihr habt dann dementsprechend auch vielleicht einen Like da gelassen oder auch den ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.